Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Heute werden wir das 11. Kapitel des Markus-Evangeliums lesen. Hier steht eine Frage: Von wo kommt Jesus' Autorität? Hiermit beginnt Jesus die letzten Tage seines irdischen Lebens. Was passiert in den ersten drei Tagen? Als erstes, Jesus tritt auf dem Esel in Jerusalem. Alles, was Jesus gesagt, tun seine Jünger und dann Wunder geschehen. Das ist die Macht von Jesus. Als zweites, über Jesus' Einzug in Jerusalem. Jesus verflucht den Feigenbaum, obwohl es war nicht die Ernte für Feigen. Feigenbaum tragte jedoch zuerst die kleinen, frischen Früchte, bevor die Blätter wachsen. Als man die Blätter auf den Feigenbäumen sieht, auch wenn es nicht ernste Zeit ist, sollte auch Früchte geben. Wir dürfen nicht wie der Feigenbaum sein, denn der keine Früchte trägt. Als drittes, Jesus ging in den Tempel, fing an, die Verkäufer und Käufer in den Tempel hinauszutreiben. Die Tisch der Wechsler und die Stühle der Taubenkrämer schließ er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trug. Dann lernte und sprach er zu ihnen: Steht nicht geschrieben? Mein Haus wird das Gebethaus für alle Nationen genannt werden. Ihr habt es aber zu einer Raubhöhle gemacht. Von der erwähnten drei Geschichten sehen wir hier einen Schwerpunkt. Was ist der Unterschied zwischen Jesus' Autorität und der Menschen's Autorität? Wenn Jesus im Tempel war, kamen und fragten die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten ihn: Mit welchem Recht tust du diese Dinge? Wer hat dir die Macht gegeben? Von wo kommt Jesus' Autorität? Natürlich vom Himmel. Liebe Brüder und Schwestern, Macht ist so gefährlich. Sie manipuliert, sie ist egozentrisch. Sie verursacht Streit und Gewalt. Jesus lehnt solche Macht ab. Seine Autorität kommt vom Himmel. Was er will, ist Menschen, die rein von Herzen beten und gegenüber Gott gehorchen. Darüber hinaus, er wird die Macht des Himmelreiches diesen Menschen geben. Weil der Allmächtigste ist zuzugeben, nicht zu haben, demütig zu sein. Um die Menschen zu dienen, nicht das Manipulieren und nicht der Vorteil. Lass uns beten. Lieber Herr, gib uns reine Herzen. Wir bitten uns für ein demütiges Herz. Gib uns die Wille, Jesus zu verstehen und die Macht vom Himmel anzunehmen. Mach uns alle die Dinge zu sein. Hilf uns, von Wut und Unversöhnlichkeit fernzuhalten und die Macht vom Himmel nach deiner Wille anzuwenden. Im Namen des Herrn bitten. Amen.